Ja, weißt du, die Helden, die gehen einen so auf die Eier. Lauf doch einmal mit dich durch, bitte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thomas und Player Gaddon. Ja, heute ist wieder der Epic Fight angesagt. In der heutigen Epic Fight Folge werde ich mit Only Riesen angreifen, zumindest mit 40 Riesen auf Level 6 und 10 Mauerbrecher. Die mussten einfach mit, weil das sonst so lange dauern würde. Und ich würde auch sagen, wir werden jetzt direkt angreifen und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Ich glaube, hier ist schon unser Gegner, den wir nehmen werden. 250k Elixier und 1700k Gold. Was ich als. Ja, meine Helden werde ich als Backup benutzen. Ich würde sagen, setze erstmal einen Riesen vor. Boah, bitte hat er keine Clan-Truppen, ey. Dann bin ich echt gebumst. Jetzt die Mauerbrecher hinterher. Ja, geklappt, hat geklappt. Und jetzt. Nein! Ach, das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke, das ist doch Kacke. Und hier mal ein Wutzauber. Boah, das sieht aus mit den Riesen da. Jetzt werden wir einfach alle Mauerbrecher setzen. Man sieht da sowieso nicht, wo die lang. Ach, ich wusste es. Ich wusste es, dass der Clan-Truppen. Ja. Drei Riesen wurden auch direkt schon weggetellereist. Weggetellereist, ja, sagen wir es so. Ja, jetzt können wir langsam schon die Helden setzen als Backup. Heilzauber. Wutzauber, damit es schneller geht. Mal gucken, wie viel wir. Das Dunkle würde mich sehr interessieren, da ich eventuell überlege, meinen Golem auf 2 zu starten. Mir fehlen noch 8k Dunkles dafür. Aber die Riesen auf 6, muss man zugeben, gehen schon mächtig ab. Komm, 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 komm. Ja, Clan-Truppen. Nee, die setze ich nicht. Ist ja nur Only Riesen plus Helden. Ja, und wieder 3 Riesen weggetellereist. Sagen wir es so. Ja, das Problem am Ende wird jetzt sein, die Mauern. Da werden die nicht mehr durchkommen. Aber sonst. Ja! Weißt du, die Helden, die gehen einen so auf die Eier. Lauf doch einmal mit dich durch, bitte. Scheiße, 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 ey, scheiße. Wow, du gehst jetzt innen lang. Super Bogenschützenkönigin. Ich will das Dunkle haben. Ja, toll. Mein Ziel war das Dunkle, aber nein. Die Helden entscheiden sich natürlich wieder mal für außen lang, wo ja rappelvolle Elixiersammler und Goldminen stehen, ja. Ey, die KI von den Helden ist echt komisch. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja, nein! Ich habe fast vergessen, den zu zünden. Fast, aber nur fast. Okay. Was hier am Ende noch stehen, Bogenschützenturm und ein Minenwerfer. Ja, das wird mir zum Verhängnis, da die Helden ja komisch laufen. Minenwerfer macht beim Barbarenkönig kaum Damage, aber bei der Bogenschützenkönigin merkt man das schon stark, wenn der Minenwerfer draufhämmert. Ja, weißt du, statt sich das Dunkle da zu holen, nein, laufen wir lieber außen lang. Okay, ja, komm, setzen wir nur die Clan-Truppen, setzen wir die Clan-Truppen. Und die, nein, aus dem Goldlager, Dankeschön, vielen Dank, wirklich. Diese Clan-Truppen, die bringen auch nicht viel. Ja, Todesurteil. Hey, komm, bitte geht mindestens. Bitte aufs Dunkle, bitte, bitte. Gebt mir das Dunkle. Ja, das wird nichts mehr, allein schon wegen der Zeit. Ja, jetzt. Nein. Lieber auf die Clanburg, die leer ist, aber. Tja, wozu braucht man Dunkles, ne? Ich meine, Dunkles ist nur für Pussys. 2-1, Kacke. Ja, 170k. Elixier, damit kann ich leben. 74k Gold. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay, aus meinem Clan CK können wir jetzt CK David Jakob machen. Ich sollte Mika LP nochmal kurz besuchen. Ich werde auch nicht zu seiner Base sagen, da ich schon eine kleine Verbesserung gemacht habe. Beziehungsweise eine Base Review gemacht habe. Rats Level 10, viel zu früh hochgegangen, das sieht man. Er baut gerade alle drei X-Posten, damit seine Freunde ihn glauben, dass ich ihn wirklich besucht habe. Okay, ich würde auch sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen däumigen Daumen nach oben da. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr keinen CLC mehr verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.